Hallo zu On the Grid, Claudia Schießel mein Name. Neben mir steht Herr Dr. Michael Bachleitner, CEO quasi von der Bachleitner Group. Heute geht es nämlich um das Thema, probieren Sie das mal mit Schokolade. Wir waren bei einer Präsentation zum Thema Schokolade in der Kulinarik, Schokolade als Gewürz, wenn man so möchte. Um was geht es eigentlich bei dieser Thematik und warum macht ein Optikerunternehmen jetzt auf Gastronomie? Also, um mit der zweiten Frage zu beginnen, die Gastronomie ist ein wesentlicher Teil in unserem Firmengebäude, weil wir unsere Mitarbeiter, aber auch Gäste von außen, also Externe, verpflegen wollen, verwöhnen wollen. Und das tun wir mittlerweile seit 9 Jahren und es wurde befunden, dass es an der Zeit ist, hier zusätzlich für etwas zu stehen, nämlich für Schokolade. Und da war die Idee, das mit einem traditionellen Menü oder mit traditioneller Küche zu verbinden. Und was liegt da weiter weg, beziehungsweise bietet sich an, auch den Herrn Zotter als Aushängeschild der Steiermark, weltweit bekannt, mit Schokolade zu bieten, hier Partner zu werden und als Lieferant aufzutreten. Und das ist letztendlich die Grundidee. Genau, Sie haben es jetzt angesprochen, also Schokolade. Manufaktur Zotter ist sozusagen der technische Partner in dem Bereich. Wo soll die Reise hingehen? Was ist sozusagen Ihr Plan für das 09 und auch mit diesem zusätzlichen Angebot? Also unser Küchenchef Robert Ferstl ist ja seit einigen Jahren Haumkoch und wir wollen unbedingt diese Haube erhalten. Wir wollen hochwertige Gastronomie bieten, Essen auf einem Niveau, was auch zwischen Preis-Leistung gerechtfertigt ist und eben auch ein Alleinstellungsmerkmal finden, das wir jetzt unserer Meinung nach gefunden haben und das ist eben diese Kombination. Hinzu kommt, Sie haben es heute auch schon erwähnt, Sie veranstalten hier 120 Events im Jahr im Schnitt. Das ist ja doch relativ viel und außerdem kommt jetzt in der Nähe noch ein Hotel dazu, was wir in Zukunft auch beliefern werden. Also das heißt, es wird immer mehr und mehr sozusagen in diesem Bereich bei Ihnen. Ja, also das gehört einfach dazu. Ich glaube, Stillstand ist letztendlich Rückschritt und auch in der Gastronomie denken wir ständig darüber nach, wo wir besser werden können und was unsere Kunden anders möchten und das ist nicht etwas, was nur nebenbei betrieben wird, sondern das ist mittlerweile, ich bezeichne das oft, das Herzstück des Gebäudes und letztendlich auch das Wohlfühlen der Menschen, die darin arbeiten und eben auch unserer externen Kunden. Da möchte ich noch zum Schluss zum Thema Optik zurückkommen. Sie sind eigentlich in erster Linie ein Optikunternehmen. Was sind da Ihre Themengebiete und auf was haben Sie sich spezialisiert? Das ist richtig. Wir produzieren optisches Brillenglas in Deutschland. Das ist ein wesentliches Standbein unseres Unternehmens und daneben designen wir individuelle optische Brillenfassungen und Sonnenbrillen und vertreiben diese möglichst weltweit. Unsere Kernmärkte sind allerdings oder ist Europa, wo wir auch mit eigenem Vertrieb direkt an den Kunden gehen und international über Distributoren arbeiten. Eine Frage noch, wie schmecken Ihnen die Gerichte mit der Schokolade? Naja, da bin ich natürlich befangen, aber um ehrlich zu sein, ich durfte heute das erste Menü verkosten und ich bin wirklich begeistert davon. Ich habe ein bisschen fasten müssen, das hat daran gelegen, dass ich die Technik observieren durfte. In dem Sinne, danke, viel Glück für Ihr Unternehmen und bis bald. Recht herzlichen Dank. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!